Was geht ab, Leute? Nerdle Games und willkommen zu Bioshock Infinite. Erstmal raus hier. Naja. Nicht wirklich. Muss ich erwischt denn so? Aber das ist vielleicht nicht die beste Wahl. Oh mein Gott, der steckt viel weg. Ohne Mist. Shock Jockey ist richtig effektiv. Her damit. Boah. Ganz knapp verfehlt. Was haben wir denn hier? Öllache, die kann ich entzünden. Dafür ist es jetzt aber ein bisschen zu spät. Nicht wirklich. Holy shit, blaues Blut? Okay. Exekutier ihn! Ne, wir exekutieren nicht! Los! Mach! Bitte sehr! Ah, das ist gut. Zap! Short! Ah, was haben wir denn hier? Wo ist mein Freund? Tot! Okay, da hinten haben wir Medizinkits. Eine Wasserlache. Gut für Schockjockey. Ah, Schrotflinte. Würde ich bald mal wieder benutzen. Da, ein Handyman! Oh nö, ne? Oh, diese Viecher. Wir setzen fast schon die Big Daddies. Wobei die Big Daddies cooler waren. Ich warte auf den einfach. Obwohl, wie kann ich dem eigentlich großen Schaden zufügen? Ja, das ist schon ganz okay. An den kriegt man halt nicht so schnell. Down! Hör damit, hör damit, hör damit! Perfekter Wurf! Jau! Medikits, Medikits! Elizabeth! Los! Mach! Schnell, 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 schnell. Mist, die Salz hätte ich mir aufsparen können. Egal. Was für ein Stress, ey. Handymen sind nervtötend. Ja, voll, er voll gesessen. Und nochmal. Bleib stehen, bleib stehen. Munition! Hier! Gut so, gut so. Obwohl, ich könnte die Waffe wechseln. Egal. Und explodiert! Ja, Booker! Danke. Okay, jetzt nur noch die Schiffe. Dann sind wir fertig. Nee! Komm mal her! Oh, keine kluge Idee. Zap. Alter! Wo sich das Schild so schnell auflädt. Boah, das nimmt aber auch kein Ende. Boah, nur noch ein Haufen Asche. Auch nicht schlecht. Ich denke, das war's. Gehen wir nicht mal die Tür aufmachen. Obwohl, ich war gar nicht hier hinten. Ich check mal die Area. Area 51. Bioshock-Style. Dann gehen wir zum Verkaufautomaten mal. Haben wir hier Beherrschung. Cremeboost, Ladungshilfe. Ja, perfekt. Ist gekauft. Okay, kann man sogar nur zweimal upgraden. Das heißt, wir haben jetzt alles. Verbilligter Versand. Cool. Das ist wahrscheinlich das Ding, was uns noch fehlt. Das, ja, obwohl, wenn das eine Fähigkeit ist, würde ich die durch eigentlich nichts ersetzen wollen. Ist schon ganz gut, so was wir haben. Bonkoboost, Ladunghilfe, Krähenboost. Ah, ich bin erstmal zufrieden.
Nutze zwar gerade das Repetier-Ding, aber Shotgun-mäßig finde ich immer noch am besten. Trotzdem. Und so viel Kohle, die müssen wir mal loswerden. Weniger Rückstoß bei der Burst-Gun. Wir haben Repetier gerade angelegt. Hier. Wunderbar. Feuerhagel, Schießeisen, Streuungsboost, erhöht die Kugelbreite, auch nicht schlecht. Alter Seemann, lass die Kraft namens so Albatros. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall weiter. Bevor wir das machen, gehen wir mal da hoch. Da oben kann ich nämlich auch noch ein Schloss knacken. Na, was hast du denn so für mich? Munition, 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 Munition. Ich brauche nix von dir. Dann leg mal los. Kriegst du es auf? Das dürfte schnell gehen. Aber an der Seite konnten wir auch reingehen. So. Ne. Dann gehe ich nochmal dahin. Können wir vielleicht da auch irgendwo rein? Na, ich glaube nicht. Kam auch mit dem Aufzug her. Alles, was tödlich ist. Mein Gott, die ist ja schneller als ich. Kannst du das knacken? Ich wette, das kommt als selber. Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Ja, sie wird einfach da wieder eingesperrt und dann ist gut. Das ist für sie quasi der Tod. Reclaimed for the people of Columbia. Ja, voll. And release to throw it back. Hold and release to create an explosive trap. Gar nicht mal so dumm, um ehrlich zu sein. Also das ist jetzt die letzte Fähigkeit, glaube ich, die wir haben. Mehr passen ja auch nicht rein. Wir könnten mal ein bisschen damit rumspielen, aber... ich denke, Shock-Jockeys finde ich bisher so das Geilste, was ich so habe. What the hell, wir können hier nochmal einkaufen gehen? Ich habe langsam echt keinen Plan mehr. Wir haben hier zwei Wege, die wir gehen können. Oh shit, da kommt einer. Oh shit! Platz einfach mal den Kopf von dem Viech. Fuck, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll. Kommt das wahrscheinlich aufs selbe? Könnte sein. Dann würden wir quasi geradeaus da reingehen. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Müssen mal so ein bisschen gucken halt. Ui. Oh shit, oh shit. Ich wollte eigentlich auf den Treppen landen, geht aber nicht. So, hier haben wir schon mal Kohle ohne Ende. Das ist schon mal der richtige Weg. Wenn da Kohle liegt, perfekt. Ansonsten, nope. Lockpicks. Boah, sieht schon ein bisschen creepy aus. Immer. Okay, drei Sachen, wo wir reingucken können. Klar. Der große Prophet. Und wo ist er jetzt? Nirgendwo. Was haben wir hier? Das Wort des Propheten präsentiert. Chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln.
Mein Gott, der Typ hat echt... Guckt euch allein mal die Augen an. Oh mein Gott, die platzen ihm gleich aus dem Kopf. Nein. Ich finde, wir müssen immer noch klären, warum Elizabeth da eingesperrt wird. Sicherlich, sie besitzt große Macht, aber da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter. Okay, außer Mülltonnen, den drei Dingern, war ja nicht wirklich was. Ah. Tür, Tür. Hier kommen wir her. Jawohl, oh mein Gott, so viel Asche. Ich glaube, das ist nicht umsonst hier so dunkel. Ich habe erst gedacht, dass das hier der richtige Weg ist, weil wir keine Lockpicks dafür verschwenden mussten, dass wir hier reinkommen können. Ah, oh, naja. Haben wir ein bisschen Kohle hier abgestaubt. Dann gehen wir jetzt den richtigen Weg. Der ist tatsächlich außen. Nicht straightforward. Wow, die Wolken, waren die gerade schon hier? Fuck. Das ist nicht mal eine düstere Atmosphäre. Vorher war es immer so hell und relativ freundlich, wenn wir gekämpft haben. Aber wenn es so blitzt, das ist schon genial. Da kommt so dieses düstere Bioshock-Feeling auf, was ich so ein bisschen vermisst habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sicherlich, am Anfang ist immer alles schön und gut und hell und die Welt lacht und so. Und später geht halt alles den Bach runter, ist normal. Aber trotzdem hatte ich nie so das Gefühl, dass es wirklich dauerhaft düster war. Oh shit! Okay. Scharfschütze, runter! Was du nicht sagst. Kann ich auch von hier ausschalten. Okay, anscheinend doch nicht. Okay, das ist genau auf den gerichtet. Ich treffe den nicht. Gucken wir mal. Die muss treffen. Was? Ja. Ich kann mir noch nicht mal weiter vor. Interessant. Warum sind die Viecher so arschpräzise? Öffnen. Bitte sehr. Ach ja, ich kann ja den Schaden zurückschleudern. Na? Jetzt schießt keiner, oder was? Oh, gut, das ist eine tolle Kugel. Wir müssen das Präzisionsgewehr nehmen. Fuck it. Cool, 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 her damit. Hey, fangen! Na also. Boah. Boah, da oben ist noch einer. Ist das fies. Machen wir denn? Die Luft befördern kann ich die nicht, nur für Bodenziele. Die stehen weiter oben. Machen wir so. Ich glaube, ich treffe den noch nicht mal richtig. Ja, voll. Ich werde dich töten. Nope. So, darf ich jetzt hier... Ah, ich habe die Falle da hinten kreiert. Toll, die hängt das wunderbar in der Luft. Dann wollen wir mal sehen, was wir reißen können. Wir haben noch einen dreckigen Sniper da irgendwo sitzen. Oh, wow. Komm schon.